Katzen sind verschmust, Katzen schlafen gerne und deine Katze hat gerade hierfür in deiner Wohnung wohl einige Lieblingsplätze, an denen sie ihr Köpfchen für einen Großteil des Tages zur Ruhe bettet. Apropos bettet, das schließt vielleicht auch dein Bett mit ein, vorausgesetzt du möchtest, dass sie dort entweder ohne dich, besser aber noch mit dir zusammenschläft. Tatsächlich hat es sogar große Vorteile, wenn ihr das Bett teilt. Falls du also ein schlechtes Gewissen haben solltest, weil du ohne deine Katze nicht mehr schlafen kannst, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Bevor wir dir die Gründe auflisten, die dafür sprechen, dass du deiner Katze einen Platz in deinem Bett freihalten solltest, merken wir an, dass das selbstverständlich nur deine Entscheidung ist. Denn schließlich hat eine Katze nicht nur, du möchtest vielleicht auch nicht unbedingt ihre Pfötchen, die gerade noch im Katzenklo gescharrt haben, auf deinem Kopfkissen vorfinden. Von einem möglicherweise nicht klinisch reinen und leicht müffelnden Katzenpopo einmal abgesehen. Entscheidest du dich aber ungeachtet dieser kleinen Haken dennoch dafür, dein Bett mit deiner Katze zu teilen, kannst du dich auf diese äußerst positiven Begleiterscheinungen freuen. Nummer 1. Innere Ruhe. Studien haben herausgefunden, dass Katzen eine enorm beruhigende Wirkung auf uns Menschen haben. Das fängt bereits mit dem Schnurren an. Vielleicht kennst du Situationen, in denen du aufgebracht oder nervös warst und es deine Katze geschafft hat, dich mit einer kleinen Kuscheleinheit und wohligem Schnurren sehr schnell zu beruhigen. Und was deiner Mieze tagsüber möglich ist, schafft sie natürlich auch in der Nacht. Tatsächlich kann deine Katze durch ihre bloße Nähe in deinem Bett dazu beitragen, dass du zur Ruhe kommst. Eine äußerst wichtige Voraussetzung, wenn es darum geht, ins Land der Träume zu gelangen. Uns selbst fällt es oft nicht so leicht, unseren Kopf abzuschalten. Wir lassen den ganzen Tag noch einmal Revue passieren und verzetteln uns regelrecht in unseren Gedanken, was zu andauernden Unruhezuständen vor dem Einschlafen führen kann. Nicht so mit deiner Katze als Bettgenossen. Diese merkt selbstverständlich, dass du unruhig bist und hilft dir dabei, deinen inneren Frieden zu finden. Nummer 2. Schnelleres Einschlafen. Nicht jeder von uns hat das Glück bzw. Talent, sofort einzuschlafen, sobald der Kopf in das Kissen sinkt. Daran muss auch nicht immer ein sich munter weiterdrehendes Gedankenkarussell schuld sein, sondern es gibt einfach auch Menschen, die dazu neigen, auch im Bett eher wuselig zu sein und eben etwas länger zu brauchen, um ins Land der Träume abzugleiten. Vielleicht bist du auch einer dieser Menschen. Dann lade doch einmal deine Katze dazu ein, mit dir zusammen im Bett zu schlafen. Denn eine Kuscheleinheit mit einer Extraportion Schnurren wird dich bestimmt ratzfatz zum Einschlafen bringen. Schlafforscher haben übrigens herausgefunden, dass es sogar schon eine beruhigende und einschlaffördernde Wirkung auf uns Menschen hat, wenn wir unserem kätzischen Liebling dabei zusehen, wie er sich ausgiebig putzt. Nummer 3. Wohlige Wärme. Katzen suchen zum Schlafen die Nähe zu Artgenossen und Haltern, weil sie warm gehalten werden möchten. Verständlich, oder? Und deswegen funktioniert das Ganze auch andersherum. Und nicht nur einseitig, denn nicht nur du bist für deine Fellnase eine lebende Wärmflasche, sondern sie ebenso für dich. Das ist natürlich gerade in den kalten Jahreszeiten ein echtes Plus, wenn du bibbernd unter deiner Bettdecke liegst. Stell dir einfach vor, wie toll es ist, wenn deine Katze sich auf deine Bettdecke legt und dich wärmt oder sogar vielleicht zu dir unter die Decke krabbelt und sich an dich rankuschelt. Besser geht es doch gar nicht, oder? Wenn du das Glück hast, dein Leben gleich mit mehreren Katzen zu teilen, ist sogar noch eine Steigerung des Ganzen möglich. Denn so hast du gleich mehrere Fellnasen, die dich in der Nacht warm halten. Auch wenn das unter Umständen bedeutet, dass du selbst vielleicht nicht mehr allzu viel Platz in deinem eigenen Bett hast. Nummer 4. Persönlicher Beschützer. Du weißt wahrscheinlich, dass auch Haus- und Rassekatzen immer noch eine kleine Portion Wildgene in sich haben. Damit meinen wir nicht, dass du eine Wildkatze in deiner Wohnung hast, sondern dass bestimmte Instinkte eben unwiderruflich auf der Katzenfestplatte abgespeichert sind. Dazu gehört auch, immer ein Ohr auf die Umgebung gerichtet zu haben, gerade im Schlaf bzw. nachts. Hinzu kommt, dass vor allem die Ohren und die Nase von Katzen sehr sensibel sind und deutlich mehr wahrnehmen als unsere entsprechenden Sinnesorgane. Das bedeutet für dich, dass du beruhigt schlummern kannst, wenn sich deine Mieze bei dir im Bett befindet, denn sie wird sofort Alarm schlagen, wenn etwas vor sich geht, das ihr nicht geheuer ist und für euch beide eine potenzielle Gefahr darstellen könnte.
Und auch wenn du einen Albtraum hast, ist deine Samtpfote als persönlicher Beschützer für dich da und schmiegt sich dann gleich noch ein wenig enger an dich. Nummer 5. Heilende Wirkung. Studien haben ebenfalls herausgefunden, dass Katzen eine heilende Wirkung auf uns haben. Das hängt mit dem Schnurren zusammen. Dieses nutzen Katzen übrigens auch, um ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Denn die Vibrationen, die beim Schnurren entstehen, strahlen unter anderem auf die Knochen und Organe aus. Tatsächlich ist es inzwischen wissenschaftlich belegt, dass Katzen uns dabei helfen können, einen zu hohen Blutdruck zu senken. Ebenso hat Schnurren eine beruhigende Wirkung bei Panikattacken und Angstzuständen, wenn unser Herz wie wild pocht und regelrecht droht, aus der Brust zu springen. So etwas kann natürlich auch nachts passieren und deine empfindsame Katze wird sich dann sofort zu dir gesellen und dich beruhigen. Tatsächlich weiß man mittlerweile, dass bereits die pure Anwesenheit einer Katze dabei hilft, Stress zu reduzieren und damit selbst ein autogenes Training oder eine Meditation in den Schatten stellt. Nummer 6. Verstärken der Bindung. Katzen sind gewissermaßen Rudeltiere, die Artgenossen und auch Menschen um sich haben möchten. Gerade zur Bezugsperson Nummer 1 baut eine Katze eine sehr enge Bindung auf. Das gilt auch in Mehrkatzenhaushalten. Für deine Mieze gibt es demnach neben dem Schlafen, Fressen und Spielen nichts Schöneres, als mit dir zusammen zu sein und zu kuscheln. Und was tagsüber oder abends auf dem Sofa gilt, gilt auch in der Nacht. Vielleicht hast du auch eine Katze, die sich sofort neben dich ins Bett legt, kaum dass du unter die Bettdecke gekrabbelt bist. So zeigt sie dir, dass sie bei dir sein möchte und diese kleine Geste spricht Bände bezüglich der engen Bindung, die zwischen euch besteht. Ihr wisst beide, dass ihr zusammengehört und das am liebsten 24 Stunden am Tag. Nummer 7. Ausbleiben von Tierhaarallergien. Ob eine Immunisierung gegen Tierhaare funktioniert, hängt stark vom Alter der Person ab, die mit einer Katze das Bett teilt. Die besten Chancen dafür bestehen in erster Linie bei Babys und Kleinkindern, weil diese sich so bereits frühzeitig an die Katzenhaare gewöhnen können und in der Folge weniger empfindlich in Form einer Katzenhaarallergie darauf reagieren. Einige Menschen, wohl mehr als wir ahnen, leiden unter einer Allergie gegen Tierhaare. Vor allem die feinsten Katzenhaare stehen dabei auf der Allergieliste ganz weit oben. Was bei Kindern mit Spielen in der freien Natur bzw. im Dreck hinsichtlich eines starken Immunsystems gilt, funktioniert somit auch durch die frühe Gewöhnung an Tierhaare, weil die geliebte Mieze mit im Bett schläft. Denn je eher ein menschlicher Organismus mit diesen konfrontiert wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass später keine Katzenhaarallergie entsteht. Nummer 8. Zuverlässige Weckfunktion. Es gibt die ein oder andere Katze, die bereits Hummeln im Katzenhintern hat, bevor ihr Mensch überhaupt die Chance hatte, seine Augen zu öffnen. Zu einer bestimmten Uhrzeit wird außerdem von so gut wie jeder Katze lautstark das Frühstück eingefordert, und zwar jeden Morgen akribisch zur selben Zeit. Dagegen kommt selbst der präziseste Wecker nicht an. Solche Exemplare werden nicht friedlich neben dir schlummern, bis du bereit bist, ein Langschläferfrühstück aufzutischen, sondern mit leicht vorwurfsvollem Blick auf deinem Nachtschränkchen sitzen und darauf warten, dass du endlich aufstehst. Selbstverständlich gibt es aber auch Miezen, die entspannter sind und auch dann noch schlafen, wenn du bereits wach bist. Gehört deine Samtpfote in diese Kategorie, solltest du dir vielleicht sicherheitshalber doch noch einen echten Wecker stellen, um auf Nummer sicher zu gehen. Möchtest du jetzt noch wissen, warum unsere Katzen überhaupt so gerne bei uns schlafen? Dann klick auf das linke Bild und finde es in unserem Video heraus. Oder möchtest du erfahren, wie du deiner Katze in einer für sie verständlichen Sprache zeigen kannst, dass du sie liebst? Dann klick auf das rechte Bild und wir erklären es dir in unserem Video dazu.